Hallo liebe Campingfreunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog von Beloka. Ich bin heute in der Werkstatt, ich habe gerade meinen in die Werkstatt gebracht. Und zwar wird zum einen jetzt mal die Dichtheitsprüfung gemacht, also nicht die Gas, sondern die Dichtheitsprüfung von der Außenhaut. Das sollte man ja jährlich machen, um die Garantieansprüche noch zu behalten. Und dann sind noch ein paar kleinere Garantiesachen zu machen. Ja, also hier steht ja meiner. Und derjenige weiß schon, dass er hier steht und bald wird er abgeholt. Da drüben steht einer. Ich weiß auch, wie man gehört. Der geht also in die Schweiz. Der wird hier gerade noch aufbereitet und darf dann bald in seine neue Heimat. Und wie gesagt, wenn es soweit ist, sagt Bescheid, dann machen wir ein schönes Zwillingsfoto dazu. Ja, also ich habe das jetzt gerade mal genutzt, um das noch kurz zu zeigen. Aber eigentlich wollte ich auf ein ganz anderes kurzes Thema eingehen. Und zwar ist mir jetzt aufgefallen, wir waren jetzt schon auf dem Campingplatz und es war letztes Jahr auch schon so, dass ich so ein bisschen das Verständnis an die Camper verliere. Also es sieht so aus, dass ich, also Campen ist ja irgendwo eine Gemeinschaft, man geht immer auf den Platz. Es ist nicht wie zu Hause, dass ich einen großen Zaun drumherum habe, sondern man ist irgendwo gemeinsam. Ich mag auch meine Privatsphäre, also ich mag auch Stellplätze, die einfach abgeteilt sind und man dann so ein bisschen seine Privatsphäre dazu hat. Aber nichtsdestotrotz ist es halt noch ein Campingplatz. Und es wird immer mehr, dass man kommt, man schottet sich da ab, man stellt sich da irgendwie verkehrt rum auf den Platz, man grenzt so die Nachbarn aus. Was immer mehr auffällt, ja, wenn man sonst auf den Campingplatz gekommen ist früher, dann hat man halt gefragt oder wurde gefragt, kann man dir was helfen, auf den Platz schieben oder wie auch immer, soll ich vielleicht das Auto kurz wegstellen. Und jetzt ist es eher so, man kommt, ja, jetzt haben wir natürlich nicht so einen kleinen Wohnwagen und dann wird erstmal geguckt, schafft das denn auf dem Platz? Dann wird schon getuschelt, wahrscheinlich noch irgendwo ein Bierchen ausgepackt. Also es ist nicht mehr so schön, dass jeder gleich mal fragt, kann man dir was helfen? Ja, wir brauchen jetzt nicht gerade die Hilfe dazu, ist in Ordnung, aber dann kann ich das ja auch sagen. Aber das weiß man im Vorhinein nicht. Und es wird immer mehr zu dem Thema, dass die Camper nicht helfen, sondern lieber gucken. Schafft das denn? Vielleicht sogar noch untereinander Wetten abschließen, so gefühlt einfach. Und da muss ich sagen, verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Also Campen soll ja eine schöne gemeinsame Zeit auf dem Campingplatz sein. Und nicht dieses, ich bin nur für mich da. Und es äußert sich auch in dem Fall, dass es, also wenn die Leute vom Platz runtergehen, wenn ich vom Platz runtergehe, dann fahre ich aus dem Campingplatz raus. Und dann lasse ich das Wasser ab. Draußen fahre ich irgendwo auf dem Parkplatz oder an der Straße, wo ein Gullideckel ist. Und dann mache ich auch die Therme auf und so weiter, was ich ja nicht mehr brauche. Aber warum machen wir das denn mitten auf dem Stellplatz? Also da sind wirklich Leute, die parken zusammen. Und kurz bevor sie rausfahren, auf dem Stellplatz, zack, wird das Ding, die Ventile aufgemacht. Und man lässt das ganze Wasser alles auf den Stellplatz laufen. So, dass der Nächste, der kommt, erstmal schön in der Matsche steht. Da frage ich mich, was soll denn das? Also ich verstehe es nicht. Man muss doch auch ein bisschen an die anderen denken, nicht nur an sich selbst. Und das äußert sich immer. Also das letzte Mal auf dem Campingplatz habe ich auch gedacht, jetzt irgendwie stinkt so aus dem Grauwasserablauf. Also es hat sehr unangenehm gerochen, aber es ist ja Grauwasser. Also eigentlich nur, was man so aus der Dusche, Hände waschen und so weiter hat. Bis ich dann mal beim Gegenüber gesehen habe, dass der dort seine Toilette ablässt da rein. Also, jetzt wird es ein bisschen eng. Frage ich mich, wieso macht er das? Kann ich denn nicht mal mehr 20 Meter laufen irgendwo hin und einfach mal die Knietoilette ausleeren und sauber machen? Es gibt ja mittlerweile überall auch diese Camper Clean oder wie auch immer. Dann kann ich 1 Euro, 2 Euro oder sehr oft ist ja auch umsonst reinschmeißen und dann habe ich dort eine saubere Kassette muss das doch nicht in den Grauwasserablauf reinlassen. Also ich weiß nicht. Das ist mir jetzt aufgefallen so die letzten Male und
Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, das würde mich wirklich interessieren. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Aber so ein bisschen miteinander. Campen soll miteinander sein, nicht gegeneinander. Miteinander schöne Zeit verbringen. Nicht das Auto nehmen, um 300 Meter oder 100 Meter an den Strand zu fahren und dort auf den Stellplatz zu stellen. Und wenn dann am Nachmittag jemand kommt, dann hat er Pech gehabt, weil er nicht auf den Stellplatz drauf kommt, weil irgendjemand mit dem Auto hingefahren ist. Hatte mal letztes Jahr in Kroatien, da waren so ein paar Konsorten, die das gemacht haben. Oder eben, dass man ja, einfach sauber miteinander, sauber den Platz hinterlässt und nicht so eine riesen Matschepfütze für den nächsten, nur weil man das Wasser da ablässt. Jeder soll das Wasser ablassen, alles in Ordnung, aber doch bitte nicht auf dem Stellplatz. Ja, also das ist jetzt so meine Erfahrung. Vielleicht ist es auch, habe ich jetzt nur ein paar negative Erfahrungen hintereinander gehabt. Schreibt so gerne mal wirklich in die Kommentare, wie ihr das habt oder ob ihr einen ganz anderen Eindruck habt. Und ja, wenn ihr das genauso seht oder selbe Erfahrungen gemacht habt, wäre das sehr schade. Und versucht doch dann bitte mit allen zusammen das zu ändern und auch vielleicht mal jemand darauf anzusprechen, dass man sowas eigentlich nicht macht. Man stellt sie nicht beim anderen auf den Stellplatz, man läuft nicht quer über alle anderen Stellplätze drüber, man baut nicht sein Zelt dem anderen direkt unter das Fenster, sondern so, dass jeder noch um sein Fahrzeug drumherum kommt und man spricht auch mal mit den Nachbarn. Also das ist für mich doch das, was nachher das Campen ausmacht. Und daher wirklich mein Appell an alle, guckt doch einfach, dass ihr euch ordentlich benehmt. Ihr seid zwar im Urlaub, aber ihr müsst euch nicht benehmen wie die Hottentotten. Ja, also das ist jetzt so meine Botschaft noch für heute. Ich lasse jetzt mal einen großen, dicken, lasse hier stehen, fahre es dann nach Hause. Und ja, hoffe, dass man nicht mehr so diese Erfahrungen macht in naher Zukunft. Ja. Jetzt will ich das aber noch das Ganze nicht so abrupt beenden, sondern ich möchte euch noch sagen, was euch so die nächsten Tage, Wochen erwartet. Also ich habe ein bisschen was vorbereitet. Videos sind in Bearbeitung. Ein paar Kleinigkeiten sieht man schon. Es geht einmal auch um die Toilette. Es geht einmal um Wasser und rein oder desinfizieren und den Keim vom Wassersystem. Das ist auch ein Video, was ich noch habe. Was ihr mir jetzt nicht merkt, es geht einmal um Internet im Wohnwagen. Und was ich hier auch noch vorne habe, ist ja, ein schönes ja, Stützrad, was man, oder Räder dazu, aber das zeige ich euch in einem anderen Video. Ja, in diesem Sinne, seid gespannt, es geht wieder los. Saison 2022 ist gestartet. Es geht auch um Reinigung, habe ich jetzt ganz vergessen noch zu unterschlagen. Ganz vergessen und habe es unterschlagen. Ist nicht vergessen zu unterschlagen, ich habe es unterschlagen. Also da gibt es noch einiges. Aber es ist immer wieder, ja, beim Reinigen vom Wohnwagen habe ich angefangen, schönes Video gemacht, auf einmal regnet es. Ja, dann war es das halt auch. Aber nichtsdestotrotz, es wird einiges kommen. Freut euch auf viele neue Videos von uns. Und ja, an dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal.